Es gibt 1000 schöne Dinge, die man bei diesem Wetter machen kann. Sich im Garten etwas sonnen, grillen mit den Liebsten oder aber auch einfach etwas entspannen und zum Badesee fahren. Eine Tätigkeit sollte man bei der Hitze definitiv nicht tun. Und das ist das Fensterputzen. Denn es ist heiß genug und unser Kreislauf sagt sowieso, bitte entspannen Sie sich, aber wer putzt denn jetzt die Fenster? Wir haben da eine clevere Hilfe für Sie und die stellen wir Ihnen heute hier vor. Und die liebe Anne-Kathrin hat wirklich das Wundermittel mitgebracht, wenn es um die lästige Hausarbeit geht, den Fensterputzroboter. Das, was du gerade gesagt hast, ich versuche auch Fensterputzen zu vermeiden, wenn es nicht heiß ist. Einmal ist es lästig und natürlich auch gefährlich. Ja, Sie wissen ja selbst, auf so einer Leiter, vielleicht mit einem schweren Wassereimer, da sind schon einige Unfälle passiert. Das ist auch hier in Studien nachgewiesen worden. Und deswegen haben wir jetzt für Sie den besten Fensterputzroboter bei uns im Sortiment. Und auch für mich ist es der beste, denn der wurde ausgezeichnet mit dem Innovations Award 2019. Das heißt, wenn Sie heute zuschlagen, holen Sie sich nicht nur Lebensqualität nach Hause, sondern auch den Gewinner unter den Fensterputzrobotern hier bei uns im Sortiment. Und wie zuverlässig der arbeitet und vor allen Dingen auch wie einfach das zu bedienen ist. Ja, bei Technik, wenn die auf den Markt kommt und auch noch einen Innovations-Award bekommen hat, denkt man ja immer, oh, kriege ich das überhaupt hin? Es ist so einfach. Aber erst schauen wir uns mal hier den Award an, damit Sie auch wissen, dass ich hier wirklich, also ich lüge ja nicht, aber der hat wirklich hier den Award dafür bekommen. Und wie einfach der in der Bedienung ist, das möchte ich Ihnen zeigen. Der kommt so zu Ihnen nach Hause. Dann bekommen Sie jetzt hier einen kleinen Reinigungswassertank mit dazu und passend dazu auch die Flüssigkeit, ja, für strahlend klare Fenster. Die gibt es gratis noch mit dazu. Und Sie bekommen auch heute noch gratis 3 Mikrofasertücher dabei. Die sind alle waschbar in der Waschmaschine. Aber sollte einer mal in der Waschmaschine sein, dann hat man immer noch 2 Ersatzpads. Das ist ganz praktisch. So, und dann geht es los. Dann suchen Sie sich das verschmutzteste Fenster in Ihrer Wohnung aus. Bei uns ist es hier im Wohnzimmer. Wir haben es uns hier schon richtig gemütlich gemacht. Nehmen sich das Fenster, spielt keine Rolle, ob von außen oder von innen. Und dann stecken Sie das einfach nur an. Spielt auch keine Rolle, ob jetzt egal, oben, unten, links, rechts, vollkommen egal. Jetzt hat er sich hier festgesaugt und jetzt kann ich das Ganze steuern. Entweder mit einer Fernbedienung oder aber, wenn Sie ein Smartphone haben, nutzen Sie auch gerne Ihr Smartphone. Ja, da laden Sie sich kostenlos eine App herunter und das ist ganz fantastisch. Müssen Sie aber nicht, wie gesagt, die gibt es ja mit dazu. So, und jetzt? Zack, ich gucke gar nicht hin, ja, einfach mal hier drücken und dann legt der los. Ja, und das war's schon. So sieht Fensterputzen heutzutage aus. Und so sieht die App aus, die Sie sich kostenlos herunterladen. Aber war das jetzt schwer? Also es war überhaupt nicht schweißtreibend, oder? Ganz im Gegenteil, wie einfach. Anne-Kathrin hat ihren Fensterputzroboter einfach angesetzt, wo sie gerade im besten Falle drankam. Und jetzt verrichtet der hier seine Arbeit. Und Sie sehen, wie präzise und gewissenhaft der das wirklich auch bis zu jeden Ecke macht. Und Anne-Kathrin, hast du das gerade gesehen? Das heißt ja für uns sogar, wir können ja theoretisch auch alles auf den Fensterbänken liegen lassen. Da muss man ja, nicht mal was wegräumen. Da hast du vollkommen recht. Der ist so ultra flach. Sie müssen nicht mal mehr. Oh, das haben Sie das gesehen? Das, was da gerade gesprüht kam, das ist jetzt die praktische Sprühfunktion. Das ist der Fensterputzroboter der 4. Generation. Der hat jetzt eben diese Sprühfunktion ganz, ganz neu. Hauchzart, also auch gerade wenn Sie gröberen Schmutz haben, ist der perfekt dafür gemacht. Ich habe nichts gesprüht, das war nicht ich, das macht er automatisch. Also wirklich, ich habe meine Hände hier und er macht das ganz voll automatisch. Und um nochmal Vivians Frage zu beantworten, ja, bitte lassen Sie Töpfe, Vasen, Kerzen, was auch immer Sie im Fensterbrett haben, lassen Sie das stehen, weil normalerweise, kennst du ja selbst, wenn du Fenster putzt, erstmal alles wegräumen, dann vorputzen, dann die Gummiabziehlippe. Nee, ich habe den Schritt mit dem Klarreiniger noch vergessen. Das ist ab sofort, gehört das der Geschichte an. Und jetzt, der ist nicht defekt, weil der hat ja gerade gepiepst. Haben Sie vielleicht gehört? Der hat gesagt, ich bin fertig. Das heißt, ich muss gar nicht die ganze Zeit dabei stehen bleiben und warten, bis der fertig ist, sondern ich kann in die Küche gehen, ich kann ins Schlafzimmer gehen, ich kann machen, was ich will. Der piepst hier, wenn er fertig ist. Sie können auch auf die Terrasse das schöne Wetter genießen. Oh, das ist der Hammer, oder? Das ist wirklich der Hammer und vor allem für 332,45 Euro.
zu einem Spitzenpreis hier heute für Sie erhältlich. Die UVP sagt knapp 800 Euro. Und da sehen Sie mal, was Sie hier für eine tolle Preisersparnis haben. Aber trotzdem diesen Helden des Haushalts. Ach, hier steht ja schon einer, genau. Ich würde sagen, jetzt ist ja hier die Fensterscheibe schon schön geputzt und schön sauber. Wir gehen mal zum nächsten Kriterium. Das ist vielleicht für viele auch sehr entscheidend, warum Sie jetzt sagen, ich will dieses Modell haben. Es gibt ja einige Fensterputzroboter, die sind aber nicht für Dachschrägen geeignet. Die würden da runtersegeln. Weil eine Dachschräge ist ja echt nochmal eine Herausforderung. Der kann das schon. Das heißt, man nehme sich jetzt die Dachschräge, was auch immer Sie zu Hause haben, setzen das auch hier wieder einmal an. Ja, und da spielt es auch hier gar keine Rolle, wo. Und ein was möchte ich Ihnen vorab noch zeigen. Wenn Sie mal Stromausfall haben, wir haben jetzt Stromausfall, es passiert gar nichts. Er piept einfach und sagt, hey, gib mir den Strom zurück. Und dann geht das weiter. So, und jetzt schließe ich den hier an. Gleiches Spiel nochmal. Entweder bedienbar mit der Fernbedienung oder eben aber mit meinem Smartphone. Und jetzt schauen Sie mal, dieses Dachfenster hat keinen Rahmen. Das ist ein rahmenloses Fenster, könnte jetzt theoretisch Ihr Spiegel sein, vielleicht im Badezimmer. Der erkennt das sofort und nimmt sofort die nächste Richtung ein. Ist das nicht cool, Vivian? Das ist der absolute Oberhammer. Und nicht nur wir sind voll des Lobes, auch zahlreiche Kundenzuschriften erreichen uns wirklich Tag für Tag, wo viele Damen und Herren sagen, wie dankbar sie auch für den Fensterputzroboter sind, der so fleißig seine Arbeit verrichtet. So zum Beispiel aus Wien eine Kundenzuschrift, die uns zugekommen ist, wo es heißt, meine Fliesen, Spiegel und Fenster glänzen. Er ist unglaublich schnell und leise. Und ich habe wunderbare Fenster. Ich konnte es nicht glauben, als ich mein Küchenfenster mit dem Fensterputzroboter reinigen habe lassen. Das Fenster war nicht nur sauber, sondern kristallklar. Und das Reinigungspad hat alle Fettablagerungen mitgenommen. Dankeschön für so ein tolles Gerät. Danke für so eine tolle Kundenbewertung. 5 von 5 Sterne, Kaufempfehlung und Hand aufs Herz. Sowas bestellt man sich einmal und das gibt man dann auch in der Familie mit rum, oder? Ja, also unbedingt. Also da soll die ganze Familie von profitieren, denn Ralf sagt ja auch immer, ab einem gewissen Alter, wenn das knackige Alter erreicht ist, ist Fensterputzen wirklich, wird das zu einer Qual. Es ist nicht nur gefährlich, es ist zum Beispiel auch, wenn du dann auf Knien, weil du die Terrassenfenster putzen willst, dann tut das auch dementsprechend weh, wenn man jedes Mal auf den Knien ist, wieder hochkommen will. Natürlich. Ja, und das ist natürlich eine enorme Erleichterung, eine Entlastung für Sie. Gut, dass du den jetzt mal abgenommen hast. Weil ich setze jetzt noch einen drauf. Nimm den ruhig mal ab. Echt? Genau. Nimm den mal ab. Ich setze jetzt noch einen drauf, was wir jetzt noch machen. Jetzt haben wir die Dachschrägen gesehen. Jetzt haben wir die Fenster gesehen. Ich habe Fliesen gesagt. Ich habe Spiegel gesagt. Genau. Fliesen geht auch. Also das ist der Knaller. Als ich das gehört habe, dachte ich sofort an meine Fliesen im Bad. Kalkflecken hat man da oder zum Beispiel auch ein bisschen Haarspray. Oder die Küche, wenn man gekocht hat, ja, kennen Sie bestimmt auch, da hat man immer so einen Ölfilm, das spritzt ja immer so aus der Pfanne. Und wie oft putzen Sie Ihre Spiegel, Ihre Fliesen? Na, ich habe das noch nie gemacht. Ich sollte mich schämen, aber muss ich ja gar nicht mehr machen, denn wir setzen jetzt einen drauf. Wir zeigen Ihnen, wie das Ganze funktioniert hier an unseren Fliesen. Vivian darf jetzt aussuchen, wo der halten soll. Egal wo. Wollen wir den jetzt mal mit dem Smartphone bedienen? Ja, sehr gerne. Ja? Ich gebe es dir mal. Ich nenne Ihnen währenddessen die Bestellnummer. Die lautet NX6057 und die 569. Und schauen Sie sich das an. Auch hier mit der Smartphone-Bedienung komfortabel. Leitet er über die Fliesen. 332,45 Euro, das ist der neueste, Hammer, der innovativste, das ist der beste und der von Ihnen am besten ausgezeichneteste. Multitalent im Sinne des Fensterputz- und Allzweckroboters, den Sie hier zu Hause haben, im kompletten Set. Mit Sicherungsseil, mit Reinigungsmittel, selbstverständlich mit verschiedenen Mikrofaserpads, 3 Stück davon an der Zahl hier in der gelben Variante. Und der Gewinner, den Sie hier bekommen. Herzlichen Glückwunsch, müssen wir wirklich sagen, denn Sie dürfen demnächst Ihre Freizeit noch viel, viel mehr genießen. Und die lästige Hausarbeit, die wird jetzt von Ihrem kleinen Helfer gemacht. Also haben Sie alles richtig gemacht. Und wenn Sie nett und lieb sind, geben Sie den auch mal in der Familie weiter. Da freuen sich wirklich alle drüber. Also viel Spaß diesen Sommer.